Swiss-Helikopter Pfaffenau hat eingeladen zum Tag der offenen Tür und rund 10'000 sind gekommen. Beste Bedingungen am Samstag für Rundflüge, für spektakuläre Vorführungen der Luchs, der Sondergruppe der Luzerner Polizei und beste Bedingungen für die Crew vom Super Puma mit ihren atemberaubenden Kunstflügen. Besucher haben es genossen und haben sich begeistert vom Zeigten in der Luft und am Boden. Achtung, es geht los. Sehen Sie jetzt auf Telenap, Telezentralschweiz, die Löchs in Aktion. Es kommentiert auf dem Dach der Stefan Scherli. Meine Damen und Herren, es geht jetzt gerade weiter hier über den Platz mit dem Super Puma Display von der Luftwaffe von der Schweizer Armee. Aber jetzt sind die Rotoren still. Jetzt wird auch der Pilot vom Eurocopter, der grandiose Leistung gemacht hat und seinen Absetzer, nochmal einen grossen Applaus verdienen. Danke, das hat super gemacht. Also, ich habe jetzt gerade gehört, Super Puma Display von der Luftwaffe ist unterwegs und Sie hören jetzt dann gerade direkt aus dem Cockpit eine Begrüßung von diesen beiden Piloten hier über den Platz. Danke vielmals, in die Luft. Irgendwo sind sie unterwegs, jetzt gerade hier auf dem Platz. Und es ist unglaublich, wenn Sie nachher sehen, was die beiden Männer mit dem 5 Tonnen schweren Super Puma hier in der Luft zeigen, dass sie überhaupt noch Zeit haben, schnell Grüezi zu sagen aus dem Cockpit im Anflug hier auf Pfaffenau. In wenigen Sekunden werden sie hier am Himmel erscheinen und dann kann ich Ihnen kurz sagen, was sie hier alles sehen. Team im Helikopter besteht aus dem Daniel Faust. Der hat 4700 Flugstunden, ist bei der Luftwaffe Transportstaffel 6 in Alpnach. Da kommen wir schon auf dem Überflug. Und werden jetzt gerade in Position gehen, um den Anflug zu machen. Und der Sandro Haag mit 3500 Flugstunden wird uns jetzt hier die Show zeigen. Er ist nämlich der Pilot hier. Es wäre der Moment, jetzt wieder alle Hände aufzunehmen. Wir sehen jetzt gerade, wenn Sie schauen, nach links, das ist ein Hammerhead, rechts geflogen. Also Querüberflug und dann gerade senkrecht rauf und jetzt wird nach rechts abgebogen und wieder tief geflogen. Das gleiche sehen Sie jetzt gerade auch auf links. Beim Überflug wieder alle Hände in der Luft, das ist ganz toll für die Piloten, weil die freuen sich. Das wäre jetzt. Sie sehen jetzt wieder den Ansteig zum Hammerhead und der wird jetzt dann auch nach links abkippen. Sehr gut. Sie sehen jetzt eine enge eingeflogene Kurve, das nennt sich High Turn. Da gehen sie ganz eng, fliegen sie in der Kurve einmal über den Platz.
Was Sie jetzt gerade sehen, meine Damen und Herren, sobald er die Position vom Schweben erreicht hat, ist ein Screwdriver ab. Also quasi schnuppert er sich so in den Himmel auf. Das werden Sie jetzt gerade sehen. Und ich kann also sagen, es gibt ganz starke Schwerkräfte, die hier am Werk sind, wenn man in diesem Helikopter hockt. Das ist ein Screwdriver ab, Richtung Himmel. Anschließend wird es den Backturn geben, wenn er wieder oben runterkommt. Ist. Jetzt Vollnase und wieder zurück auf den Boden. Was Sie jetzt gerade sehen, das ist ein Backturn, also rückwärts, einmal im Kreis fliegen. Die meisten können das nicht einmal mit dem Auto, vergessen dann mit dem Helikopter. Jetzt wird er direkt auf uns zufliegen. Jetzt geht es dann im Hammerhead, Sie sehen, rückwärts ab. Und jetzt geht es dann im Hammerhead genau über den Zuschauer. Das wäre wieder der Moment, vor allem wenn er in die Luft noch abkippt, zum nochmal die Hände aufnehmen. Sie sehen, ich gehe jetzt auf Position ganz oben für einen sogenannten Screwdriver Down. Das ist eine unglaubliche Figur. Auch für Super Puma, sie werden jetzt auch Höhe gewinnen und dann auf der Nasenspitze stehen und dann in der Drehung um die eigene Achse Richtung Erde zurückkommen. Ein unglaubliches Flugmanöver, das Sie jetzt gerade sehen. Mit diesen beiden Piloten von der Luftwaffe von der Schweizerin Armee. Sie sind jetzt gleich der Höhe erreicht und dann kippt es nachher auf die Nase und geht los. Das wäre der Moment, wo Sie jetzt auf die Nase kommen. Jetzt müssen Sie das anschauen. Das ist unglaublich, was die mit dem riesigen Falkulitor über den Platz machen. Jetzt können Sie noch einen Balanceflug auf eine Gerade stellen, schweben und wieder oben runter. Das ist der sogenannte Balanceflug. Bevor es wieder laut wird, Sie werden mit der Position zu uns zurückkommen. Am 3:30 ist nachher beim Super Puma für alle, die wetten, mit den beiden Piloten ein Autogrammstund. Ich darf Sie aber erst darauf aufmerksam machen. Der Platz wird nicht betreten, bis die Rotoren still sind. Das ist ganz wichtig. Jetzt kommen die beiden Piloten Nasenfront aus dem Norden zu uns. Und jetzt ist dann Hände gefragt, weil Sie hören das nicht, aber ganz klar werden Sie es sehen, dass auch Ihre Hände gefragt sind, nochmal Ihre Hände aufzunehmen. Sie sehen, wir kommen schon ein Licht über, ein Licht zum Begrüßen vom Super Puma-Team mit Sandra und Daniel, die hier fliegen. Und jetzt nochmal ein grosses Winken, ein grosses Dankeschön für die
Meine Damen und Herren, unten auf dem Platz, alles festheben, super Puma. Das Team landet hier wieder auf dem Platz und nicht hergehen bis zu den stillen Rotoren. Jetzt, meine Damen und Herren, stehen die Rotoren still und jetzt ist, glaube ich, noch ein Applaus angebracht für die beiden Piloten, für Sandro und für Dani, die hier unglaubliche Leistungen gezeigt haben. Ganz herzlichen Dank. Am 3:30 Uhr, wie schon gesagt, ist hier unten Autogrammstunde beim Super Puma, wo sie nachher hergehen können. Ich werde neu an dieser Stelle Sie alle recht herzlich begrüßen im Namen von Swiss Helicopters hier im Pfaffnau. Es sind knapp 10'000 Leute heute hier auf Platz gesehen, für die tollen Ausstellungen anzuschauen, für die tollen Shows zu sehen. Ich werde mich aber auch ganz herzlich bedanken bei der Schweizer Luftwaffe, beim Super Puma Team, Display Team, das Sie jetzt gerade gesehen haben. Dann werde ich mich ganz herzlich bedanken bei der Rega, die auch mit dem Heli vor Ort ist, wo man anschauen darf. Das darf man auch noch bei den nächsten paar Stunden. Dann ein grosses Dankeschön ans Luzerner Kantonsspital, wo nicht nur das Auto zeigt, sondern auch im Einsatz gewesen wäre, wenn es irgendetwas gibt, was bis jetzt nicht der Fall war und auch so wird bleiben bei dem schönen Wetter. Danke vielmals, Luzerner Kantonsspital und das ganze Team auch mit dem Einsatzfahrzeug. Dann einen grossen Dank hier an die ganzen Feuerwehrleute mit all ihren Feuerfahrzeugen, die sie haben. Das TLF ist da, die Leiterin ist da und dass alle die Menschen Auskunft geben, wo man hier erfahren kann, wie das Zeug funktioniert, wie es aber auch eingesetzt wird und wie es weitergeht. Sie dürfen jetzt selbstverständlich noch weitere Rundflüge machen. Rundflüge gibt es noch. Da können Sie, also für 6 Minuten können Sie fliegen, das können Sie dort unten wieder buchen. Sie dürfen alle die Sachen jetzt noch anschauen. Tun Sie bitte nicht selber das Zeug anlängen, sonst hat überall Leute dabei, die es Ihnen erklärt und die es mit Ihnen anschauen. Dann ein grosses Dankeschön für alle die Nachbarn hier drumherum fürs Mitmachen. Es ist unglaublich toll, sonst wäre der Tag so, wie er heute ist, gar nicht möglich gewesen. Und last but not least, meine Damen und Herren, Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hierher gekommen sind, dass Sie Interesse zeigen für die Luft, Interesse für die Luftfahrzeuge. Und ich möchte auch ganz, ganz speziell noch Danke sagen der Luzerner Polizei. Sie haben das Dispositiv von der Sicherheit gemacht. Sie sind da gesehen heute mit den Luchs, mit der Sondereinsatzeinheit und haben unglaubliche Shows hergelegt und unglaublich gezeigt, wie sie da im Einsatz wären, wenn es wirklich ernst gilt. Mit so einer Polizei kann man in so einem Kanton sich absolut sicher fühlen. Danke vielmals, sind Sie da gewesen. Noch einen schönen Nachmittag. Essen Sie, trinken Sie noch etwas, bleiben Sie noch ein bisschen da. Geniessen Sie das wunderschöne Wetter hier in Pfaffnau auf der Basis von Swiss Helicopter. Danke vielmals.